Bereits im Angebot hat der Meister aufgelistet, welche Materialien er benötigt. Er stellt diese zusammen und bestellt fehlende Materialien beim Großhändler. Er plant den gleichen Monteur ein, der auch den E-Check durchgeführt hat. Dieser kennt die Gegebenheiten vor Ort und muss sich nicht neu zurechtfinden. Kurz vor dem Termin weist der Meister den Monteur in den Arbeitsauftrag ein. Neben dem Standardwerkzeug nimmt der Monteur die Materialien mit, die er für den Arbeitsauftrag benötigt.